Liebe Pilzfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Film über Pilze. Heute geht es um das Thema Gyrometrien. Gyrometrien ist ein gefährlicher Giftstoff, der in einigen Pilzen vorkommt. Gyrometrien ist der Hauptbestandteil oder der Hauptgiftstoff, zum Beispiel der Frühjahrslorchel. Warum ist das eigentlich wichtig zu wissen? Nun, die Frühjahrslorchel wird zum Beispiel in Osteuropa, in Skandinavien und in Russland noch als Marktpilz gehandelt, obwohl er immer wieder zu tödlichen Vergiftungen führt. Gyrometrien kommt in allen giftlorchelverwandten Pilzen vor, wie zum Beispiel auch in der Herbstlorchel, zwar nur in geringen Mengen. Er kommt auch in der Bischofsmütze vor und anderen Lorchelverwandten. Ich habe hier eine kleine Liste von Pilzen, in denen Gyrometrien nachgewiesen worden ist. Das ist die Frühjahrslorchel, die Riesenlorchel, die Bischofsmütze, der Helmkreisling, das grün-gelbe Gallertkäppchen, die Grubenlorchel, die elastische Lorchel, die Herbstlorchel und der violette Kronenbecherling. Schauen wir uns den Stoff Gyrometrien einmal ein bisschen genauer an. Gyrometrien ist ein Stoff, der schon bei Zimmertemperatur einen gewissen Dampfdruck aufweist. Das bedeutet, wenn man eine Frühjahrslorchel zum Beispiel bei Raumtemperatur in einem geschlossenen Raum vor sich hat, sondert sie als Dampf Gyrometrien ab. Atmet man die ein, diese Dämpfe, so kommt es unweigerlich zu ersten Vergiftungssymptomen. Es gibt allerdings auch Berichte von Menschen, die die Frühjahrslorchel gegessen haben und diese Frühjahrslorchel ohne einen Schaden überstanden haben. Die Gründe könnten vielfältig sein. Man hüte sich auf jeden Fall davor, Lorcheln zum Verzehr auszuprobieren. Denn es gibt immer wieder Todesfälle. Gyrometrien hat einen Siedepunkt von 136 Grad und kann bei Temperaturen von 80 bis 100 Grad entweichen. Außerdem spaltet sich aus dem Gyrometrien eine völlig neue Substanz ab. Gyrometrien ist nämlich thermisch instabil und so bildet sich aus Gyrometrien beim Kochvorgang sehr leicht Monomethylhydrazin. Atmet man Gyrometrien bzw. Monomethylhydrazin ein, so kann es zu Krampfanfällen kommen. Gyrometrien schädigt zudem noch massiv die Leber. Das beim Kochvorgang entstehende Monomethylhydrazin methyliert außerdem die DNA und wirkt dadurch kanzerogen, also ist krebserzeugend. Ähnlich wie beim grünen Knollenblätterpilz verläuft die Vergiftung mit Gyrometrien in zwei Phasen. Die erste Phase betrifft das Magen-Darm-System. Man übergibt sich, man hat ausgeprägte Symptome und die Latenzzeit verhält sich da ganz ähnlich wie bei einer Knollenblätterpilzvergiftung. Das heißt, etwa 12 Stunden merkt man überhaupt gar nichts. Und dann kommt es zu Kopfschmerzen, starken Bauchschmerzen, Übelkeit, dauerndes Erbrechen, wässriger oder blutiger Durchfall, Mattigkeit und massive Elektrolytstörungen. Die Krankheitsanzeichen klingen dann nach 2 bis 6 Tagen ab und es kommt
wie bei der Knall- oder Pilzvergiftung auch, zu einer scheinbaren Genesung des Patienten. Und nach einer kurzen, symptomlosen Zeit von wenigen Stunden tritt dann die lebensbedrohliche Phase ein, die die Leber betrifft. Neben einer extremen Niedergeschlagenheit und Mattigkeit hat sich dann die Leber sehr, sehr stark vergrößert und fühlt sich sehr hart an. Man bekommt Krämpfe, Organbluten, Atemnot und das geht dann bis ins Koma und dann Tod. Es handelt sich also bei einer Vergiftung mit gyrometrinhaltigen Pilzen um einen Giftnotfall, der sofort einer medizinischen Behandlung bedarf. Als erstes gibt man dem Patienten Aktivkohle, um Giftstoffe zu neutralisieren und zu binden. Dann wird ein Erbrechen herbeigeführt. Es muss eine Infusion angelegt werden zum Ausgleich des Elektrolyt- und Wasserverlustes. Weil Gyrometrin das Vitamin B6 angreift, muss das Vitamin B6 wieder aufgefüllt werden, sozusagen, muss wieder unterstützt werden. Und das unterstützt dann auch wieder die Leberfunktion. Um Krampfanfälle zu vermeiden, müssen entsprechende Medikamente gegeben werden. Ja, die tödliche Dosis für einen erwachsenen Menschen wird auf etwa 20 bis 50 Milligramm Gyrometrin je Kilogramm Körpergewicht angegeben. Bei Kindern liegt die Hemmschwelle, der Schwellenwert zwischen 10 und 30 Milligramm je Kilogramm Körpergewicht. Hohe Konzentrationen sind vor allem in der Frühjahrslorchel zu finden, die früher auch als Speiselorchel bezeichnet wurde und in den kulinarisch unbedeutenden Helmkreisling auch enthalten ist. Hinweise aus der Forschung lassen zudem vermuten, dass Gyrometrin selbst in ganz kleinen Mengen eine krebserzeugende Wirkung hat. Es wird vermutet, dass Menschen, die sich die Pilze zubereitet haben, schon an den Dämpfen, die beim Zubereiten entstanden sind, schwere Vergiftungen zugefügt haben. Dagegen Menschen, die die Pilze im Freien, also an der frischen Luft zubereitet haben und nicht direkt vor dem Topf gestanden haben, keine Symptome bekommen haben. Es ist davon auszugehen, dass wenn man die Giftlorchel oder Frühjahrslorchel sich zubereitet und diese über einen längeren Zeitraum kocht, am besten im Freien, dass das Pilzgut nahezu gyrometrinfrei wird. Aber man hüte sich ganz, ganz dringend davor, dies durch einen Selbstversuch zu überprüfen. Bei meinen Recherchen habe ich auch noch zwei verschiedene Namen des Gyrometrins gefunden. Das eine, das nennt sich N-Methyl-N-Formylacetaldehyd-Hydrazon. Ein zweiter Name, den ich gefunden habe, heißt N-Ethyliden-N-Methyl-Formhydrazid. Es ist jetzt nicht unbedingt wichtig, dass man sich diese beiden speziellen Namen merkt. Für diejenigen, die ein bisschen tiefer in die Materie der Chemie einsteigen, sind diese Namen wahrscheinlich schon geläufiger. Für all diejenigen, die es wirklich interessiert, habe ich hier noch die Strukturformel von Gyrometrin mal eingeblendet und zum anderen habe ich hier nochmal die Summenformel, die Molmasse
von Gyrometrien liegt bei 100,12 Gramm pro Mol. Ich bedanke mich jetzt bei allen Zuschauern und Zuhörern und wünsche euch allen von Herzen, dass ihr Vernunft walten lasst, wenn ihr Pilze sammelt, und wünsche euch beim Pilzesammeln immer nur gute Erlebnisse. Vielen Dank und bis bald.